Heute am Gromberger Kicker. Den Sie in Dänemark Mr. Clean Sheet nennen, den Sie in Finnland die Spinne nennen und der mit seinen Reflexen bislang die Herzen der Eintracht-Fans erobert hat. Wir freuen uns am Gromberger Kicker auf Lukas Radetzky. Lukas, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für unseren Gromberger Tischkicker-Talk. Ist natürlich eine schwierige Situation bei der Eintracht, dann auch sowas zu machen, aber machen wir natürlich gerne. Muss ja irgendwie weitergehen. Die erste Fanfrage, damit fangen wir auch gleich an, die stellt nämlich Manuel Habicht. Und der fragt, wie du das erste Jahr in Deutschland die Bundesliga siehst. Für mich ist es, also es ist ein Traum, es ist schwer, ja. Ja, siehst du, du sagst ja noch, dass du so schlecht bist, bist du gar nicht. Ja, aber ich bin auch der schlechteste Tisch. Aber wenn ich das Möglichkeit gekriegt habe, dass ich in der Bundesliga bekommen zu könnte zur Bundesliga kommen, das war ein Traum für mich und gefällt mir immer besser. Natürlich die Situation in Eintracht macht es ein bisschen schwieriger, aber es ist immer noch Fußball und ist das beste Profession in Arbeit in der Welt und Frankfurt gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Und die Frage, die natürlich auch eine Rolle spielt, ist die zweite, nämlich der Unterschied zwischen der Bundesliga und deiner Zeit bei Brøndby Kopenhagen bzw. bei Brøndby. Ja, also mit Brøndby waren wir immer in der Top der Liga. Ach, scheiße, Torwart! wie ich am Samstag. Ja, okay. Das war mal, wie steht es denn? 2-2. Ja, Brøndby ist einer der größten Clubs in Dänemark und da hätte man immer Druck. 3-2, Lukas. Ja. Ja, wir wollten gesagt, wir spielen bis 8. Vielleicht müssen wir ein bisschen länger spielen. Vielleicht. Es läuft hier nicht bei uns. Da hatte man immer Druck und das habe ich erlebt. So, dass momentan ist es gut, dass ich mit dem Druck arbeiten kann. SGE Frankfurt fragt, das ist auch ein User bei Facebook, mit welchen Teamkameraden bist du denn eigentlich am meisten unterwegs? So schlecht. mit Mija Kasinovic. Er wohnt in meiner Nähe und wir fahren immer zusammen zu den Training. Ihr fahrt zusammen zum Training und die Frage, die ihr SGE Frankfurt auch stellt, ist, habt ihr eine WhatsApp-Gruppe in der Mannschaft? Eigentlich nicht, weil ich denke, da werden so viele Nachrichten kommen, dass würde mich nervös machen. Würde dich nervös machen? Ja. Okay. Die nächste Frage ist von Yvonne. Und die Yvonne, das muss ich dir zusagen, ist ein ganz, ganz großer Lukas Radetzky-Fan. Wir haben gesehen auf ihrem Facebook-Profil etliche Bilder mit dir. Sie heißt Yvonne Schwefi. Ich glaube, das ist Schwefin. Ich glaube, das heißt Schweden und Finnland. Und okay. Sie fragt dich, was trinkst du eigentlich am allerliebsten? Ich mag Wasser mit Kohlensäure und einem frischen Eisding. Okay, und Essen, hat sie auch gefragt. Essen ist einen Avocado-Pasta, was ich mache selbst. Das ist sehr gut. Avocado-Pasta mit Händen, ja. Ja, das ist gut. Das ist typische Sportlernahrung. Sie fragt zudem, wie bereitest du dich neben dem Training das Spiel vor? Wie sieht das so aus, freitags? Bist du da irgendwie angespannt? Nervös? Nein, also ich lebe mein Leben und man muss sich locker machen vor dem Spiel immer und nicht so viel über das Druck denken und über das Spiel denken, sonst. Man kann Fußball in der Bundesliga spielen und das ist ein cooles Ding und das muss man sagen, darüber muss man sich eigentlich verhalten. Okay, die Julia Bayer fragt, was du eigentlich für Hobbys hast. Ja, Netflix natürlich. Also ich mache meine Sofa und das sind eigentlich meine Jobs momentan, weil man kann nicht so viel anders machen. Die nächste Frage kommt von Pekka Hukanen. Richtig ausgesprochen? Richtig. Ja, ich kann schon ein bisschen Finnisch. Der sagt, moi Lukas, wie sehr magst du das Leben hier in Frankfurt? Und was ist denn der Unterschied zwischen dem Spielen bei der finnischen Nationalmannschaft und bei der SGE? Momentan ist die Situation natürlich an beiden Teams ein bisschen schwierig. Wir haben einen neuen Trainer in der finnischen Nationalmannschaft und wir haben nicht so viele Spiele gewonnen und das ist eigentlich so bei der Eintracht auch. So. Ja, ist nicht einfach momentan, aber ich bin stolz, dass ich für beide Vereine oder beide Teams spielen kann. Und es geht um so viele
so viele Bälle zu halten an beiden Teams und ja, ich mache meine Beste. Auch ein Tor für dich ist möglich. Vielleicht solltest du in Sturm gehen am Samstag, damit wir wieder mal treffen. Florian Günther fragt, hattest du eigentlich ein Vorbild im Tor oder auch allgemein? Also ein Spieler auch draußen? Also ja, wenn ich jung war, war natürlich Buffon war eine große und Casillas. Aber jetzt gucke ich am alle. Also Neuer ist natürlich ein gutes Beispiel, wie man in der heutigen Tage spielen kann. Aber der Größte war mein Papa. Also er hat so viel mehr gelernt und über das Leben und über das Fußball und über das Sport. So. Mhm. Er ist mein Größter. Was hat er für eine Sportart gemacht? Volleyball. Volleyball? Ja, aber er kann gar nicht Fußball spielen. Aber in Volleyball ist er gut, ja. Okay. Der Florian Günther fragt auch, gegen welchen Gegner spielst du am liebsten? Puh, also für mich ist eigentlich schneller Abschluss. 7-6 für mich, der entscheidende Ball, unentschiedener Sieg für mich. Genau. Aber denke dran, die Frage zu beantworten. Ne? Was war die Frage? Gegen welchen Verein du am liebsten spielst? Für mich ist es eigentlich egal. Also in der Bundesliga gibt es alle sind so gute und die Gegner sind natürlich fühlt sich man ein bisschen mehr entspannt, wenn man gegen die Größe spielt, Dortmund und Bayern. Aber für mich macht es keinen Unterschied. Also ich mag die wichtigen Spiele zu spielen und jetzt kommen sie und ich will meine Charakter und zeigen und meine mentale Stärke und hoffentlich ja, der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen. Wir brauchen noch zwei Bier. Die gehören natürlich dazu. Lukas, auf das Spiel. Prost. Prost, gib es. Auf Finish.